Was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start. Damit willkommen zu einem weiteren Part Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie Modus. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr als Anfänger ganz easy von Zone 1 bis Zone 3 durchrushen könnt. Ich habe schon mehrere Guides hochgeladen und darunter wurde immer wieder kommentiert, ja, du benutzt ja legendäres Interwerkzeug, Pickpads 3, wie soll man das denn als Anfänger machen? Das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich ganz easy. Also, Ausstattung. Schauen wir mal an, was ich hier habe. Wie ihr sehen könnt, ich habe gar nichts. Ich nehme auch nichts mit. Ich habe also keine drei Plattenweste und ich habe keinen großen Rucksack. Das Einzige, was ich mitnehmen werde, sind zwei Waffen. Welche zeige ich euch gleich. Die Täuschgranate, ne, damit wir die Zombies von uns fernhalten können, wenn es zu viele wären. Molotow finde ich immer ganz gut. Und was ihr dann noch dabei haben müsst, ist die Energiemine. Viele von euch, die vom Level her noch nicht so weit sind, werden auch nur die Energiemine freigeschaltet haben. Deswegen nehme ich auch die Energiemine mit. Die nehme ich so oder so immer mit, wenn ich so reingehe. Denn die Mine, die kann einem wirklich einen Arsch retten. Okay, welche Waffen nehme ich mit? Ich empfehle immer wieder die Lockwood 680, die WSP Swarm oder auch Tonfa. Ihr könnt natürlich auch die TYR nehmen, ihr könnt die PDSW nehmen. Das sind so für mich jetzt hier einfach meine Favorites. Und warum, sage ich euch jetzt. Lockwood 680 von der Feuerrate her perfekt, vom Munitionsmanagement her richtig geil, man verbraucht gar nicht so viel Munition und das ist der Grund, warum ich die Lockwood auch so sehr schätze. Die macht einmal einen super Schaden und zweitens vom Munitionsverbrauch her wirklich sehr, sehr human. Der Nachteil hierbei ist, wenn ihr in Zone 1 als Anfänger wirklich startet mit gar nichts, dann ist die Lockwood 680 für normale Zombies geeignet. Sobald ihr aber einen HZ-Auftrag annehmt, ist die Lockwood 680 wiederum ja nicht mehr so gut, weshalb ich dann eher schon zur WSB Swarm tendieren würde. Welche Waffe ihr am Ende mitnehmt, ist euch überlassen. Ich habe einfach gemerkt, okay, weil wir müssen ja in Zone 1 starten, wir können ja nicht einfach in Zone 2 reingehen. Und wir müssen natürlich auch Aufträge machen und ich finde, ein HZ-Auftrag ist eins der besten Aufträge, die es überhaupt gibt in Game. Warum, sage ich nachher im Spiel. Deswegen, ich nehme auf jeden Fall die WSB Swarm mit. Und des Weiteren nehme ich noch den Tonfa mit. Warum ich den Tonfa auch mitnehmen werde, das zeige ich euch gleich auf jeden Fall in Game. Okay, ich bin jetzt in-game. Ich habe mich jetzt umentschieden. Den Tonfa habe ich nicht mitgenommen, weil ich finde das für den Anfang doch schon etwas zu heftig, wenn man schon mit dem Tonfa rumrennt. Denn ihr wollt ja so ein bisschen auf Distanz arbeiten. Und ja, ihr wollt ja den Zombies nicht zu nahe kommen, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass ihr daran verreckt. Weshalb Tonfa, behaltet das im Hinterkopf, ist wirklich eine sehr, sehr gute Waffe. Gerade dann, wenn ihr den Sturmrufer oder generell Elite-Zombies eliminieren wollt, ist der Tonfa super gut dafür geeignet, aber halt mit, ja, da muss schon zumindest blaues ETA-Werkzeug drauf sein und Pack-a-Punch 2, damit der Tonfa auch eben so einen Schaden macht. Gut, was mache ich zuerst? Also ich habe ja im Prinzip nichts. Ich kann als erstes vielleicht ein Söldnerlager übernehmen. Das müsste vielleicht hier unten sogar sein. Genau, und genau darüber haben wir eine Söldnerfestung. Das ist perfekt. Jetzt brauche ich nur noch ein Auto. Okay, der hat das ausgenommen. Das ist natürlich ein Kackspawn hier. Gut, dann laufe ich erstmal zum Söldnerlager, organisiere mir dort eine Zwei-Plattenweste plus Festungskarte. Denn in der Söldnerfestung ist zu 100% eine Drei-Plattenweste drin. Mit etwas Glück auch sogar ein großer Rucksack. Und dann wäre ich eigentlich schon so gut wie komplett ausgestattet. Was auch ganz, ganz wichtig ist, und daran müsst ihr unbedingt denken, denkt bitte immer an ein Selfie. Habt ein Selfie zumindest als Reserve dabei und sobald ihr kein Selfie mehr habt, geht sofort zum Shop, brecht sofort das ab, was ihr machen wolltet und kauft euch ein Selfie. Viele neigen nämlich dazu, zu übermütig zu werden, versuchen sich dann mit mehreren vielen Söldnern anzulegen. Die Söldner sind aber stärker als die Zombies, das kommt nochmal dazu, die haben besseres Aim. Und ja, ihr wisst gar nicht oder ihr glaubt gar nicht, wie schnell man da sterben kann. Deswegen immer, immer Safety dabei haben. Das Gute ist, ich hatte jetzt einen Ätheris. Ich kann jetzt auf dem Söldnerlager landen. Macht vielleicht erstmal die Drohne kaputt, die geht ganz schnell kaputt.
Und ja, Kacke ist jetzt natürlich, WSP Swarm habt ihr einen hohen Magazinverbrauch. Aber die Söldner, die droppen sehr, sehr gerne Munition. Passt nun bitte auf, wie ihr seht, es sind wirklich sehr, sehr viele Söldner, die da schlagartig rauskommen. Und wie gesagt, die machen einen hohen Schaden. Und wir wollen ja nicht sterben. Immer nachplaten, sobald es geht. Hier drinnen müsste auch noch wer sein. Jawohl. So. Zack. Da haben wir unsere zwei Plattenweste und unsere Festungskarte und noch mehr Platten. Das nehmen wir natürlich mit. Perfekt. Alles klar. Dann haben wir hier ein Auto stehen. Nutzen wir natürlich auch. Und fahren dann direkt zur Festung hoch. Das Schöne ist, es ist eine kleine Festung. Heißt also, wir werden da relativ schnell damit durch sein. Drinnen werden uns Schildsöldner erwarten. Deswegen ist Molotow beispielsweise super. Das könnt ihr einfach werfen. Und ja, wenn ihr Glück habt, bleiben sie da drin stehen und sterben daran auch. Und mal schauen, wie es jetzt hier wird. Und natürlich habt ihr auch noch Zombies, die reinkommen. Updaten, ganz, ganz wichtig. Denkt dran, also zu Beginn habt ihr kein Selfie. Ich habe jetzt gerade kein Selfie. Und wenn ihr reinstürmt, kann es manchmal sein, dass die Söldner etwas später spawnen. Deswegen, wenn ihr reingeht, geht rein und wartet einen kurzen Moment ab. Denn ich hatte da schon oft genug. Ach, guck mal, Schildtyp. Ja, ja, und das ist das, was ich meine. Ja, ich wurde jetzt blockiert. Von einem Zombie. Was natürlich richtig kacke ist in diesem Moment. Ich hätte sterben können. Da haben wir ihn. Oh, jetzt aber. So, es kommen jetzt immer wieder diese Aufklärer hoch und weitere Söldner. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, diese Aufklärer, die immer wieder hochkommen, die kommen sehr, sehr schnell hoch und die lieben Nahkampf. Also, wenn ihr jetzt den Safe aufbaut, kommen jetzt gleich weitere Söldner und da sind auch diese Aufklärer mit dabei. Auch gleich, wenn das Safe schon fertig ist, wartet vielleicht noch mal einen kurzen Moment ab. Ich hatte da schon oft genug, dass ich am Safe drangegangen bin, die Aufklärer plötzlich hinter mir waren und die brauchen wirklich nur 3-4 Schläge und ihr seid down. Und wenn ihr kein Selfie habt, dann ist das natürlich super schlecht. Okay, Safe ist offen. Schnell drangehen. Legacy-Karte könnt ihr da lassen. Dann gehe ich mal Richtung Quad. Vielleicht ist der Aetheris noch da, aber ich glaube nicht. Ne, ist nicht mehr da. Schade auch. Alles klar. Aber jetzt haben wir eine 3-Plattenweste. Heißt also für uns, wir können jetzt so langsam mal in Zone 2 rübergehen. Und was kann man in Zone 2 am besten erstmal machen? Natürlich einen Lieferauftrag. Leicht verdientes Geld. Ihr verschwendet keine Munition. Ihr werdet nicht von irgendwelchen Zombies, Söldnern oder sonst wen angegriffen. Ihr könnt das ganz entspannt machen. Und das ist wirklich eine Mission, die ich jedem empfehlen kann. Auch wenn ihr sagt, ihr habt Probleme in Zone 2, Zone 3, versucht zumindest so einen Lieferauftrag mal zu machen. Ne? Gerade dann, wenn ihr Baupläne noch benötigt und ihr habt Probleme in Zone 2 oder 3, wie auch immer. Da hoffe ich einfach nur, dass ich dieses Problem für euch mit diesem Video einfach lösen kann. Denn wie ihr seht, es ist gar nicht mal so schwer. Es ist gar nicht mal so schwer, sich voll zu looten in kürzester Zeit mit Rucksack, mit Geld, mit der 3-Plattenweste jetzt beispielsweise. Gleich mit den Aufträgen kriege ich dann auch die ersten Belohnungen. Vielleicht ist da ja auch irgendwie ein großer Rucksack dabei oder irgendwelche Perks. Man weiß es nicht. Und wir sind mit der WSP Swarm. Für den Lieferauftrag reicht es auf jeden Fall aus. Ne? Also einen Durchhalteauftrag solltet ihr mit der WSP Swarm, so wie die jetzt ist, jetzt gerade ungepuncht und ohne Ätherwerkzeug natürlich nicht machen. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wenn ihr Glück habt, findet ihr gleich einen Kristall oder sowas. Meiner Meinung nach ist es zu Beginn auch viel, viel besser zu sagen, okay, Zone 1 mache ich nur 2 Aufträge maximal. Organisiere mir einen Rucksack, organisiere mir eine 3-Plattenweste und gehe direkt in Zone 2 über. Denn das, was ihr hier an Loot bekommt, bekommt ihr in Zone 1. Dürftet ihr theoretisch nicht bekommen. Beispielsweise episches Ätherwerkzeug. Habe ich in Zone 1 bis jetzt noch nie gefunden, noch nie bekommen. Eher in Zone 2 und Zone 3. Nachher, wir gehen auf jeden Fall auch in Zone 3 über, denn das wird kein Thema sein in 45 Minuten. Da werden wir uns auch auf die Suche machen nach legendärem Ätherwerkzeug. Das kann man nämlich auch eigentlich ganz gut in der Zone finden. So, guck mal, Pack-a-Punch 1 haben wir schon mal. Und Hirnfäule kann ich auch empfehlen. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Okay, dann suchen wir mal den nächsten Auftrag. Wir hätten hier nochmal einen Lieferauftrag.
Das mache ich jetzt nochmal. Mit diesem Lieferauftrag müssten wir eigentlich hier ungefähr da runterkommen. Das wäre natürlich perfekt, denn ich finde den Bereich hier unten, finde ich am besten zu spielen. Könnt ihr euch vielleicht auch angewöhnen, mal nur an gewissen Spots zu spielen, denn dann wisst ihr auch ungefähr, wenn ihr einen Auftrag annehmt, wo das HAZ beispielsweise erscheinen wird, wo der Lieferpunkt ist, ne? Oder der Durchhalteauftrag, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, nehmen wir mal an. Natürlich könnt ihr hier nebenbei noch looten. Gar keine Eile. Wir brauchen natürlich auch einen größeren Rucksack, auf jeden Fall. Denn wir wollen ja gute Items finden. Ja, und wenn wir gute Items gefunden haben, möchten wir die auch mitnehmen. Und dafür ist mein Rucksack einfach zu klein. Aber nee, leider haben wir hier nichts. Weshalb ich jetzt zur Tankstelle rüberlaufe und ja, den Auftrag erstmal erfüllen werde. Jetzt haben wir natürlich auch ein Äthernest hier. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr euch das zutraut. Ja, ich zeige euch mal, wie ich das jetzt machen würde. An sich gibt es ja keine großartigen Tipps. Ich versuche von außen so viele wie möglich kaputt zu machen. Wenn ich das dann habe, muss ich natürlich irgendwann reingehen. Fangen wir mal an. So, ihr könnt nämlich vom Fenster aus hier auch nochmal ein bisschen was machen. Wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, das ist übrigens ein Bug, dann müsst ihr einmal die Waffe wechseln. Wenn ihr ungefähr die Punkte kennt, ist das natürlich optimal. Hirnfäule macht sich auch ganz gut bemerkbar. Perfekt. Na, ihr habt immer wieder... Geht bitte nicht ganz nach hinten. Bleibt irgendwie so am Fenster. Denn da besteht nämlich die Gefahr, dass die Zombies euch einfach ja, erdrücken werden. So, dass ihr nicht mehr entkommen könnt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mehr Zombies unterwegs sind. Ich habe eine Täuschgranate. Die habe ich jetzt mal geschmissen. Nachplaten. Nochmal reingehen. So. Festung bereinigt. Fertig. So, noch ein Selfie. Perfekt. Maximale Munition. Und natürlich muss ich erstmal die ganzen Zombies wieder kaputt machen, bevor es weitergeht. Tempo-Cola wäre natürlich optimal. Okay, jetzt nochmal. Also, Napalm. Ja, Napalm finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich lasse mal Hirnfäule drin. Ist eine super Unterstützung. Deswegen. Hirnfäule ist zu empfehlen. Das kommt auf jeden Fall raus. Ich habe zwei Selfies, was auch so richtig gut ist. Je mehr Selfies, desto besser am Anfang. Gerade dann, wenn ihr Probleme habt. Ich fahre rechts rum. Ich glaube, links rum wäre besser gewesen. Ja. Aber ich fahre einfach mal durch die rote Zone. Dürfte ja kein Thema sein. Dann bin ich mal gespannt, was ich in meiner Kugel hier so habe. Ja, Platten natürlich auch mitnehmen auf Reserve. Natürlich noch ein Selfie. Und blaues Äther-Werkzeug. Ja, perfekt. Ne, der Schaden sieht schon mal ganz anders aus. Also, ne, euch müsste jetzt aufgefallen sein, in Zone 1 war ich gar nicht so lange. In Zone 1 war ich nur für das Söldnerlager, für die Söldnerfestung und für, ich glaube, einen Auftrag und mehr nicht. Also die meiste Zeit müsst ihr euch in Zone 2 eigentlich aufhalten, weil der Loot hier einfach meiner Meinung nach besser ist. Ihr bekommt auch mehr Essenz und ja, ihr habt gesehen, bei einem Auftrag müsst ihr einmal nur Pack-a-Punch 1 bekommen und das würde schon vollkommen ausreichen. Da wir jetzt einem Spot sind, wo ich mich gerne aufhalte, wo ich gerne die Aufträge mache, kann ich euch hier auf jeden Fall unbedingt empfehlen, HRZ anzunehmen. HRZ-Aufträge sind Aufträge, die wirklich schnell erledigt sind. Im Vergleich zum Waffenversteck oder zum Durchhalteauftrag. Beim Waffenversteck ist es ja so, ihr müsst ja erstmal 100% erfüllen. Das dauert so seine Zeit. Beim Durchhalteauftrag läuft eine Zeit ab. Also ist das alles zeittechnisch gebunden. Beim HRZ-Auftrag ist es ja so, ihr könnt, es kommt auf euch drauf an, wie schnell ihr da seid und wie schnell ihr so ein HRZ erledigen könnt. Ja, natürlich kommt es auf eure Waffe an und darauf, ob ihr hier einen mobilen Untersatz habt oder eben nicht. Dadurch, dass ich einen habe, wird das alles jetzt relativ flott gehen. Mit einem Mangler in Zone 2 macht ihr natürlich weniger Schaden. Ja, also hier heißt es so ein bisschen rennen. Molotow einsetzen. Ist gegen den Mangler ganz gut. Der mag das nämlich nicht so wirklich.
ich hier noch irgendwas schmeißen? Eigentlich müsste ich eine Teuchgranate haben, habe ich jetzt aber nicht. Aber ihr habt eine Energiemine. Die könnt ihr ganz easy mal hier absetzen. Beim Mangler immer schön auf seine Turbine schießen. Dann kann er nämlich seine Fähigkeit nicht einsetzen. Okay, jetzt ein bisschen schneller laufen. Gucken, dass er nicht nochmal so eine Rakete abfeuert hier. Weiter drauf schießen. Erledigt. Bam. Mittlerer Rucksack. Ether-Werkzeug. Perfekt. Na, versucht immer schön auf die Köpfe zu zielen. Ihr müsst natürlich auch bedenken, ich habe jetzt gerade noch gar keine Perks. Ja, die Perks versuche ich mir jetzt einmal durch die ganzen Missionen zu erhaschen. Weshalb so ein Lieferauftrag mal gar nicht mal so schlecht wäre. Ich mache aber erstmal den Waffenversteckauftrag. Und nehme mir mal vielleicht mal auch Gas nochmal mit. Gasmaske haben wir hier auch. Können wir aber austauschen. Genau. Bei Plattenweste brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir ja schon alles zu Beginn gemacht. Perfekt. Nehmen wir den Auftrag mal an. Und jetzt werdet ihr erstmal das sehen, was ich meine zwischen HZ und beispielsweise jetzt in diesem Fall Waffenversteck. Waffenversteck ist ein weiteres Problem, wenn ihr jetzt kein Ether-Werkzeug habt, die Waffe nicht gepuncht ist. Es kommen einige Zombies auf euch zu. Damit müsst ihr klarkommen. Damit müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Und wichtig ist natürlich, dass ihr ordentlich Platten dabei habt. Und dadurch, dass ich genügend Safies dabei habe, kann ich natürlich auch so ein bisschen auf Risiko gehen. Ne? Und ein bisschen, ja, grober spielen, sage ich mal. Aber wenn ihr Hirnfäule als Modifikation auch noch drin habt, dann ist das natürlich Mashallah. Da braucht man gar nicht weiter drüber sprechen. Vielleicht bekommt man auch noch eine Atombombe. Dann sind alle Zombies weg. Komischerweise ist es so, die Zombies, die von da kommen. Die von da kommen, rennen hier vorbei, kommen da rein. Und die von da, die rennen da hinten rein. Also, ein bisschen merkwürdig. Na, ihr könnt euch hier, so wie ich, einfach auf die Tische hinstellen. Ihr könnt euch aber ja, so frei bewegen, wie ihr wollt. Ich setze mich manchmal auch gerne einfach hier in die Ecke, damit ich einen besseren Überblick habe. Na, manchmal muss ich von meinem Spot natürlich weg, weil ich muss Platten einsammeln, ich muss Munition einsammeln. So, Molotow hätten wir auch noch. Na, seht ihr, wir sind jetzt gerade bei 50%, also ein HZ hätten wir schon kaputt gemacht in der Zeit. Ja, wichtig sind jetzt natürlich Perks. Na, wir haben jetzt eine 3-Plattenweste, zumindest einen mittleren Rucksack, was ganz, ganz wichtig ist. Jetzt fehlen einfach auch die Perks, damit das Spielen leichter wird. Und das Killen der Zombies. Na, seht ihr, die rennen irgendwie vorbei. Komm jetzt hier um die Ecke. Im Prinzip brauche ich 25.000 Essenz, damit ich meine Waffe auf Pack-a-Punch 3 punchen kann. Das ist jetzt auch so mein Ziel, denn erst mit Pack-a-Punch 3 gehe ich in die Zone 3 über, denn ich habe auch nur blaues Ether-Werkzeug. Damit ist Zone 3 natürlich auch möglich, aber ihr müsst trotzdem ja mehr verballern, auf jeden Fall. Schauen wir mal nach dem nächsten Auftrag. Der nächste Auftrag wäre so ein Lieferauftrag. Weitere HZ-Aufträge sind dort hinten. Okay. Wenn ihr es in einer Runde nicht schafft, in Zone 3 rüber zu kommen, ist absolut nicht schlimm. Dann seht auf jeden Fall zu, dass ich hier in Zone 2 genügend Items für die nächste Runde findet. Empfehlenswert wäre natürlich seltenes Ether-Werkzeug, also blau oder lilanes Ether-Werkzeug, episches Ether-Werkzeug und vielleicht ein Pack-a-Punch 1 Kristall zumindest oder Pack-a-Punch 2 im besten Fall. Das findet man hier in Zone 2 auch relativ häufig. Und dann geht ihr in der nächsten Runde direkt in Zone 2 über, also gar nicht mal in 1 irgendwie ja, Aufträge annehmen, müsst ihr ja auch gar nicht mehr, ne? Ihr habt ja eine 3-Plattenweste jetzt, ihr habt einen großen Rucksack hoffentlich bis dahin. Da ist Zone 1 komplett überflüssig. Da könnt ihr direkt in Zone 2 durchstarten, sodass ihr dann, sag ich mal, ab Mitte der Zeit in Zone 3 übergehen könnt. Im besten Fall findet ihr natürlich noch bessere Items, ne? Ich spreche jetzt natürlich jetzt nur für die Anfänger. Man kann natürlich auch jetzt schon mit
blauem Ether-Werkzeug. Packbunch 2 kann man natürlich auch schon in die Routezone übergehen, natürlich. Aber wenn ihr schon selber von euch aus sagt, und das sagen aktuell viele, das ist so das Feedback, was ich bekomme, ja, ich komme in Zone 2 noch nicht mal so richtig zurecht, dann will ich in Zone 3 schon nicht reingehen, ja, dann hört am besten auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Ja, der Lieferauftrag, der ist jetzt ein bisschen blöd, der ist nämlich da oben. Erstmal da hochfahren. Wunderbar. 18k schon zusammen. Perk Nummer 2 ist auch schon mal drin. Das Coole ist, hier ist direkt wieder ein Lieferauftrag. Wir könnten ein bisschen looten hier. Wie gesagt, wir brauchen Essenz unbedingt. Ich habe meinen Schaltkreislauf mal mitgenommen. Für ein Deadbolt-Geschütz für Zone 3 ist auch ganz gut. Gerade dann, wenn ihr einen HZ-Auftrag beispielsweise mal annehmt oder einen Eskortieren-Auftrag, ist das mit dem Deadbolt wesentlich einfacher zu erfüllen, als wenn ihr da so solo versucht, da etwas zu reißen. Gerade auch bei Megascheusal. Ne? Und vor allem dann, wenn ihr nur sehr seltenes Ether-Werkzeug habt und die Waffe Packerbunch 2 ist. Ja, ein Prezi. Das habe ich beispielsweise schon. Das könnt ihr, da könnt ihr euch natürlich entscheiden. Ne? Wollt ihr so Dosen exfiltrieren oder nicht? So wichtige Dosen, Tempo-Cola, Juggernaut und sowas, kann ich euch empfehlen, das zu exfiltrieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch exfiltrieren. Dann habt ihr es im Lager, weil in der Regel habt ihr ja diese Baupläne nicht, wenn ihr neu anfangt. Das Gleiche ist nämlich auch, ihr habt jetzt seltenes Ether-Werkzeug draufgepackt. Ja, ihr findet jetzt beispielsweise jetzt episches Ether-Werkzeug, was ihr theoretisch auch exfiltrieren könnt oder auf eure Waffe draufpacken könnt. Das könnt, müsst ihr auch selber entscheiden. Ne? Wenn ihr damit zurechtkommt und sagt, okay, ich bleibe jetzt nur in Zone 2, das seltene Ether-Werkzeug reicht vollkommen aus, dann lasst es auch drauf, dann exfiltriert lieber das epische, dann habt ihr etwas schon mal für die nächste Runde. Okay, da zum nächsten Auftrag fahre ich hin. Also wie ihr seht, das besteht alles hier eigentlich nur aus Aufträge machen, Aufträge machen, Aufträge machen. Kümmert euch gar nicht so großartig um die Zombies, außer ihr wollt jetzt irgendwie noch leveln, Tarnungen freischalten oder. Ist natürlich euch überlassen. Aber wenn ihr wirklich schnell vorankommen wollt, dann müsst ihr wirklich von Auftrag zu Auftrag rüber switchen. Ich habe natürlich anfangs schon Zeit verloren, weil ich eben ja noch eine 3-Platten-Weste brauchte. Ich brauchte noch einen Rucksack. Den Rucksack habe ich jetzt hier natürlich gefunden, aber die 3-Platten-Weste, da ist natürlich ein bisschen Zeit flöten gegangen. Ne, vielleicht so 10 Minuten, aber das sind so 10 Minuten, die ich jetzt noch über hätte, ja, wo ich sagen würde, ich mache jetzt diesen Auftrag noch und gehe jetzt gleich in Zone 3 rüber. So habe ich jetzt nur noch 18 Minuten nach diesem Auftrag, ein bisschen weniger. Da muss ich die Waffe punchen und ja, dann werden wir mal schauen, wie es in Zone 3 mit dem seltenen Ether-Werkzeug werden wird und natürlich mit Pack-a-Punch 3 und dieses Mal kein legendäres Ether-Werkzeug. Was ich jetzt sagen muss, ist, dass die Aufträge generell, also dass das alles schon ziemlich mau ist. Wie ihr seht, also es ist trotzdem, ihr müsst euch bewegen können. Wichtig dabei ist natürlich immer nachzuplaten, in Bewegung zu bleiben und legt den Fokus auf jeden Fall auf den Mangler. Denn wenn ihr den tötet, erhaltet ihr eure Belohnung und dabei erscheint ja die Kugel. Ihr könnt natürlich auch eure Feldausrüstung, Energiemine nutzen. Ne? Aber wozu soll ich das nutzen, wenn er jetzt gleich down ist und die jetzt sowieso alle tot sind? Okay, schnelle Wiederbelebung. Ja, top. Nehme ich mit. Alles, was so geht. Autos ein bisschen hinüber. Reparieren. Okay. Ja, und dann habe ich meine 25k und ich gehe jetzt mal in Zone 3 rüber. Mal gucken, was es da so an Items gibt. So, Pack-a-Punch haben wir da hinten. Ja, mit einem Auto kommt man hier nicht voran. Also hier müsst ihr laufen. In Zone 3 ist es wirklich wichtig, dass ihr immer auf Zack seid. Euch immer schön bewegt. Denkt dran, also wenn ihr kein episches Ether-Werkzeug habt, ihr habt nur seltenes Ether-Werkzeug drauf, dann macht ihr natürlich einen ganz anderen Damage, ne? Okay. Ja, perfekt. Gut. Also in Zone 3 könnt ihr super auch in Gebäude looten gehen, denn was viele unterschätzen, sind nämlich die ganzen kleinen Werkzeugkisten. Ich habe in diesen kleinen Werkzeugkisten schon so oft legendäres Ether-Werkzeug gefunden. Weshalb das auf jeden Fall wichtig ist. Wie ihr seht, das wird hier gar nicht gelootet. Diese Taschen, die werden hier nicht gelootet.
Und der Damage ist super. Der Damage ist super. Ah, guck. Also theoretisch könnte ich hier dann auch nochmal eine Waffe finden, die legendär ist. Die könnt ihr natürlich auch punchen. Ihr könnt natürlich auch in eine Runde reingehen und direkt in Zone 3 starten. Könnt ihr natürlich auch. Da könnt ihr euch einfach am Shop eine legendäre Waffe kaufen. Die könnt ihr dann einfach punchen und gut ist. Problem bei der Waffe ist dann einfach, dass es dann beispielsweise keine BSBs Form oder was. So eine Waffe findet ihr nicht. Na, das wird eher so eine Holger sein, eine MTZ, irgendwie sowas in der Art. Da haben wir zum Beispiel auch wieder einen Lieferauftrag. Den können wir natürlich auch annehmen. Mimika wartet auch schon auf mich. Aber ne, wir klettern hier eben hoch. Ja, ja. Tricksen den mal eben aus. Megascheusal ist auch am Start. Wenn da oben ein Deadbolt-Geschütz wäre, hätten wir den Megascheusal auch mal ganz easy machen können. Das mal jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo er mit seinem Strahl hier wieder ankommt. Ach, guck mal, da oben haben wir Deadbolt aktiviert. Vorteil für mich. Okay, Lieferauftrag annehmen. Das ist eigentlich immer der gleiche Spot, nämlich hier an der Tankstelle. War noch nie woanders. Die andere Waffe, die kann ich rausschmeißen, denn hier wechsle ich gerne auf meine Fäuste, damit ich einfach schneller laufen kann. Ich kann natürlich eine Energiemine einfach liegen, legen. So, ein paar Zombies habt ihr. So. Das ist ein ganz anderer Schaden nochmal hier mit den Zombies. Platen gleich nicht vergessen, aber ich stecke erstmal ins Auto ein und fahre schon mal los. Bei Söldner gibt es hier nämlich nicht in der Garage. Da sind tatsächlich nur Zombies. Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Manchmal bei jedem Auftrag stehen auch, oder steht Mimika hier. Da ist die Karre übrigens, ja, so gut wie direkt im Arsch eigentlich. Deswegen vorsichtig, wenn ihr die Ladung abliefert. Dann nehmen wir mal hier direkt den nächsten Auftrag an. Durchhalten. Und jetzt haben wir noch 11 Minuten. An sich haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, was, sag ich mal, ansatzweise irgendwie gut ist, wo man sagt, okay, das lohnt sich jetzt mit zu exfiltrieren. Aber ich würde mal glatt behaupten, für Anfänger ist das doch schon ein Erfolg, wenn ihr zumindest eine 3-Plattenweste habt, wenn ihr einen Rucksack habt, Selfies und wenn ihr erstmal generell erstmal es bis hierhin geschafft habt, das ist ja schon, schon Erfolg genug, meiner Meinung nach. Ganz wichtig. Und einfach auch vielleicht im Kreis rennen. Da oben ist ein Jünger. Da kommt noch ein Jünger. Platen. 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 Ihr habt eine Energiemine. Dran denken. Gar nicht in Panik oder sowas verfallen. Ihr könnt bis zum Ende theoretisch warten. Denn gleich ploppen die Belohnungen wieder auf und alle Zombies, die hier sind, die werden jetzt gleich sterben. Deswegen, ihr müsst eigentlich gar nichts wasten. Ihr müsst eigentlich auch gar nicht großartig kämpfen mit den Zombies. So. Alle weg. Kasimir, nehmen wir mit. Seltenes Ether-Werkzeug, okay, gut. Tempo-Cola, Stiefelmüll, Elementar, Dr. Niete. Jawohl. So, ein Perk fehlt mir noch, das ist Grabstein. Grabstein kann ich euch empfehlen, wenn ihr, legendäre Items und sowas gefunden habt, beziehungsweise Items, die ihr eigentlich exfiltrieren wollt, solltet ihr dann sterben, ja, habt ihr in der nächsten Runde immerhin noch einen Grabstein, wo ihr auf die Sachen nochmal zurückgreifen könnt. Ja, viele Leute, die sterben in Zone 3 eigentlich nur aus dem Grund, weil die sich so ein bisschen mit den Zombies übernehmen. Anstatt, sag ich mal, einen Fokus beizubehalten mit beispielsweise den Missionen, kümmern die sich einfach zu viel um die Zombies. Klar, ne, man muss immer nach hinten schauen und zurückschießen. Aber jetzt nicht so viel, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Und viele, die kümmern sich halt überwiegend nur um die Zombies, was nicht so richtig ist. So, den versuche ich mal erstmal herzulocken. Der müsste jetzt kommen. Ja, perfekt. Okay. Zur Seite springen, wenn er mit seinem Strahler kommt. Nachladen. Dann hoffe ich mal, dass ihr auch einen Schaltkreislauf dabei habt. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr wichtig. Denn dieses Geschütz macht die ganze Arbeit für euch. Kasimir. Fertig.
Geld wird gedroppt. Splitterexplosion als Modifikation ist natürlich auch richtig geil. Ja, und tatsächlich habe ich wieder nur Bullshit rausbekommen. Ich hoffe, bei euch läuft es natürlich anders. Lieferauftrag wieder ready. Also wie ihr seht, das ist von Zone 1 bis Zone 3. Das ist super einfach. Ihr müsst einfach euch bewegen. Ihr braucht eine richtige Waffe. Und ihr müsst einfach richtig starten. Natürlich müsst ihr zum Ende hin auch mal schauen, wo ist eigentlich die Zone. Die Zone ist jetzt hier oben. Und dann könnt ihr auch so ein bisschen planen, wie viele Aufträge ihr noch machen könnt. Also ich berate euch, nutzt die Runde komplett aus. Gnadenlos. Bis zum geht nicht mehr. Denn es besteht immer noch die Hoffnung, dass ihr gute Items mit rausnehmen könnt. Und ich habe diese Hoffnung jetzt einfach noch. Boah, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Deswegen verstehe ich aber dem einen oder anderen die Frustration. Aber ich sag mal so, als Anfänger habt ihr ja gar keine Baupläne. Sprich, seltenes Ether-Werkzeug ist ja im Prinzip schon gut für euch. Ich habe ja jetzt hier auch seltenes Ether-Werkzeug drauf. Ich bin in Zone 3, Pack-a-Punch 3, kriegt ihr locker hin. 25.000 Essenz braucht ihr insgesamt. Dürfte gar kein Thema sein für euch. Kriegt ihr auf jeden Fall hin. So. Ja gut. Das Gute ist natürlich auch, dass ihr Perks benötigt. Beziehungsweise ich bin mit meiner Spielweise schon so weit, dass ich keine Perks mit rausnehme. Für euch ist es natürlich super, die Perks mit rauszunehmen, weil ihr die Baupläne noch nicht habt. Deswegen, nehmt unbedingt die Perks auch mit raus. So, dann machen wir ein HZ nochmal direkt hinterher. Das Schöne hierbei ist eigentlich, wir sind ja im Prinzip mit null gestartet. Also alles, was wir jetzt gefunden haben, alles, was wir im Rucksack haben, damit haben wir jetzt, ja, Plus gemacht. Das ist das Schöne. So, was haben wir für ein HZ? Wir haben Mangler. Okay. Keine Platten mehr. Das ist schlecht. So, hätte ich nochmal episches ETH-Werkzeug drauf, dann wäre die Waffe auch nochmal viel, viel besser. So habe ich jetzt ein paar Probleme, den Mangler zu töten. Ist aber gar kein Thema. Denn wir müssen jetzt eigentlich down gehen. Ja. Oh, ja, guck. Pub 2 gefunden. Episches ETH-Werkzeug gefunden. Und ja, so kann es auf jeden Fall laufen. Auf jeden Fall. Ich bin mit nichts reingegangen. Ich habe eine 3-Platten-Weste, ich habe einen mittleren Rucksack. Ich habe Pub 2 Schemata. Ich habe ein episches Ether-Werkzeug gefunden. Und für den Anfang ist das schon top. Ja, ist klar, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ihr habt gesehen, also Zone 1 habe ich mich gar nicht lange aufgehalten. Meiner Meinung nach ist das Zeitverschwendung. Ja, es ist für Anfänger natürlich zum Start einfacher, aber Zone 2 ist auch gar nicht so schwer. Sobald ihr in Zone 1 ihr eure 3-Platten-Weste gefarmt habt und vielleicht schon einen mittleren Rucksack und genügend Essenz habt für Pack-a-Punch 1, ein Ether-Werkzeug gefunden habt, zumindest grün, blau wäre natürlich optimal, oder vielleicht sogar ein Pack-a-Punch-Kristall, dann ist das direkt einfacher. Dann könnt ihr eigentlich sofort sagen, okay, ich gehe in Zone 2 rüber und mache zumindest die Lieferaufträge. Bis ihr genügend Kohle zusammen habt für Pack-a-Punch 2, dann könnt ihr ganz gemütlich in Zone 2 farmen. Denkt dran, HZ-Auftrag geht am schnellsten. Lieferauftrag, müsst ihr keine Munition verschwenden, das ist super easy. Durchhalteauftrag haben wir viele Zombies. Da braucht ihr auf jeden Fall eine gute Waffe, gutes Ether-Werkzeug und die Waffe muss definitiv gepuncht sein. Und wenn ihr schon so weit seid und ihr euch wirklich schon so langsam sicher fühlt in Zone 2, könnt ihr vielleicht noch die letzten 10, 15 Minuten in Zone 3 2, 3 Aufträge erfüllen, gucken, was bei rumkommt. Und ja, vielleicht könnte es nach der Runde dann so wie jetzt hier aussehen und ihr geht mit richtig guten Items raus. Das kommt nämlich auch mal vor. Seid nicht deprimiert, seid nicht enttäuscht, wenn ihr vielleicht mal nicht mit guten Items rausgeht. Das ist leider das Spiel, das ist so ein bisschen lobbyabhängig, spielabhängig. Aber ich kann euch garantieren, es gibt auch solche Runden, wo ihr mit legendärem Ether-Werkzeug rausgehen könnt, mit Pack-a-Punch 3, mit Wunderwaffen oder zumindest mit einer epischen Ether-Klinge. Das gibt es auf jeden Fall auch. Deswegen immer dranbleiben, immer weitermachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne ein Like und Abo da lassen. Und ich würde sagen, bis demnächst.